Hallöchen Leute, ich heiße euch wieder mal willkommen zurück zu einem flashigen Flash-Game. Dieses Mal mit Bitsy Blitz. Einem wunderschönen neuen Spiel bei Newgrounds. Das gibt's glaube ich erst seit gestern oder so. Und das spielen wir jetzt mal. Ich habe schon ein bisschen angeschaut und das ist sehr schön. Auch wenn ich direkt beim ersten Boss verreckt bin. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall schönes Spiel. Solltet ihr spielen, denke ich mal. Keine Ahnung, ich habe selber noch nicht so lange gespielt. Aber wir finden es jetzt heraus, ob ihr es vielleicht spielen solltet oder nicht. Naja, okay. Und wie ihr seht, bin ich hier ein Typ auf dem Pferd und ich schieße alles kaputt, was sich hier rumbewegt. Und da habe ich drei verschiedene Waffen. Wie zum Beispiel den Flammenwerfer oder dieses Feuerwerksteil, das ihr gerade eben auch gesehen habt. Ach, okay. Kann das anvisieren? Nee, er kann nur begrenzt schnell feuern. Das ist ja bescheuert. Und der Laserstrahl. Yeah. Laserstrahlen hauen voll rein. Ey, ich mag Laserstrahlen. Ich hätte gerne auch Möglichkeit einen Laser. Das wäre wunderschön. Oder ein Flammenwerfer. Das wäre auch ziemlich cool. Pop. Yay. Wobei ich irgendwie, was heißt irgendwie? Ich muss gestehen, dass dieses Feuerwerksteil irgendwie überhaupt nicht gut ist in dem Spiel. Das ist totaler Bullshit. Das werde ich nie verwenden. Yeah. Weil ich einen Laser und einen Flammenwerfer habe, da brauche ich nichts anderes mehr. Ich meine, seht euch den Laser an. Wie er schießt und wie er alles kaputt macht. Das ist unglaublich super fantastisch großartig. Ja. So sieht's mal aus. Und Flammenwerfer. Oh Gott, trefft mich bitte nicht alle, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiche dem Ganzen souverän aus und meistere das Spiel. Wie ein Pro. Ja. Okay, und da ist der Endboss. Der böse Endboss. Nimm dies. Den habe ich übrigens beim ersten Antasten nicht besiegt und die habe ich dann auch aufgegeben. Der ist auch ziemlich schwer. Irgendwie hatte ich zumindest so das Gefühl. Aber ich mache einen Haufen Crits an ihm und das gefällt mir. Flammenwerfer? Triff doch bitte. Oh ja, der macht gut Schaden, okay. Ich weiche allem ganz geschickt aus und dann passiert mir doch nichts, oder? Dann kommt die Scheiße. Okay, und genau bei diesen rotierenden Raketen bin ich beim letzten Mal verreckt, weil die einfach zu viel rotieren und... Ich kann springen! Oh! Das macht so viel einfacher, wenn ich springen kann. Aber dafür gibt es ja die W-Taste. Verdammt, hätte ich das mal früher gewusst. Naja, egal, jetzt weiß ich es ja und jetzt kann nichts mehr passieren, außer ich verrecke trotzdem. Was jetzt durchaus passieren kann. Geht weg, ihr verdammten Raketen. Fresst meinen Laserstrahl. Bitte. Das gefällt mir nicht. Will nicht sterben. Bin ich tot? Habe ich es geschafft? Ich hab's geschafft. Meine Güte. Mit einem Viertel Herzen, liebe Leute. Das ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Yeah, und ich habe eine Medaille gegettet. Wunderschön. Okay, das war gut. Dann geht's jetzt wohl in Level 2, würde ich mal behaupten. Oh, eine Story. Da ist Son Goku. Und Son Goku ist langweilig. Und da ist ein alter Mann. Hey, alter Mann, ich bin Son Goku. Ey, willst du ein Abenteuer, Mann? Dir gefällt doch sowas. Ja, vielleicht, Mann. Keine Ahnung. Ja, okay. Dann geh mal los. Shazam! Son Goku ist tot. Und ja, es ist mir durchaus bewusst, dass ich jetzt was vollkommen Falsches vorgelesen habe. Weil es mir egal ist. Wo bin ich? Und warum habe ich so ein kleines Pferd? Ja, das ist eine gute Frage. Muss ich die Waffen jetzt aus... Oh Gott, was sind das für Scheißwaffen? Okay. Aber es gefällt mir irgendwie so auch schon ganz gut. Wuhu! Das war cool. Oh, und ich krieg Kohle dafür. Ich würde mal spontan behaupten, dass ich die ganze... Ja, halt die Fresse. Genau, ich würde mal spontan behaupten, dass ich die Scheiße jetzt aufrüsten muss dann. 3 ist... Oh, das haut rein, das Scharfschützengewehr, würde ich mal einen... nimm dies! Und das! Und jenes! Und stirb! Alright! Yeah! Ich mag das Spiel, das ist cool. Und was ich auch mal anmerken könnte, die Links zu den Spielen habe ich bisher irgendwie noch überhaupt nicht in die Beschreibung gepackt, aber das werde ich noch nachholen, werde ich noch machen, keine Angst. Alright. Ihr bekommt eure Links und mit diesem Spiel werde ich anfangen. Das wird das erste Spiel sein mit dem wirklichen Link auch in der Beschreibung. Ja, hey, ich hab's geschafft. Cool, ich kann upgraden.
Ich will die MG natürlich. Bist du die MG? Sniper, Bazooka, Assault Rifle. Die will ich aufrüsten. Feuerrate oder Schaden? Feuerrate. Was? Mehr kann ich nicht aufleveln. Wieso kann ich nicht mehr aufleveln? Okay, Talentpunkt. Regeneration, ne, und das erhöht Health Packs. Aha. Okay, nein, ich möchte mehr Regeneration. Okay, und jetzt kann ich noch mehr. Nochmal Feuerrate erhöhen. Ah, was sind das da unten dann? Crit. Feuerrate, Crit. Warum haben sie es da unten dann vertauscht? Na egal. Ich möchte einen Crit natürlich. Schnelleres Pferd. 3% mehr Rubine, schnelleres Pferd. Definitiv. Und continue. 3 Rubies, yay. Ich kann mir schon denken, was ich dafür machen muss. Ich muss dann bestimmt dafür das Spiel auf Facebook liken oder so. Und darauf habe ich keine Lust. Na, blöde Bazooka. Oh, kleiner Soldat. Stirb. Yeah, das war ein Crit. Oh yeah. Das läuft gut, Leute. Alright. Wunderschön. Und jetzt stirb du, du Ballon. Und du da oben stirbst ebenfalls. Durch meine Sniper-Rifle. Yeah. Oh yeah. Hui. Hui. Okay, stirb. Stirb. Ach, egal. Rat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 a. Wunderschön. Ich habe eine MG und die ist voll stark und das finde ich voll super. Und ich bekomme voll viel Kohle. Dafür kann ich arsch viel upgraden. Aber ich habe das Gefühl, ich regeneriere mein Herz noch nicht so schnell, wie es wünschenswert wäre. Oh yeah. Okay, noch einer, kommt schon. Ich habe noch Munition für euch alle. Ganz besonders für dich, du Ballon, mit der Kanone unten dran. Yeah, alright. Das war wieder ziemlich cool. Mir fällt gerade auf, dass ich in letzter Zeit sehr viele Flashgames aufnehme. Ah, was soll's, PlayStation 1 kommt auch wieder. Jetzt erstmal ein paar Flashgames. Ja, ich habe Spaß an den Flashgames. Lebt doch damit. Gewöhnt euch dran. Victory! Oh, und da geht's wohl zum... Ah, zum Boss. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, die MG will ich natürlich noch weiter aufleveln. Critical Damage oder... Okay, und das ist die Crit Chance und das macht Damage. Ich möchte lieber meine Crit Chance nochmal erhöhen. Alle 25 Sekunden ein Teil von meinem Herz. Na, ich glaube, ich bin auf einer guten Fährte, wenn ich das hier weiter auflevel. Feuerrate oder Crit Damage? Was gibt's da noch alles? Shotgun und Focus Fire. Feuerrate auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Rubine? Nein, nein. Ein extra Herz ist eine schöne Sache. Ich kann nur noch mehr aufleveln. Jetzt ist die Bazooka dran. Feuerrate. Damage natürlich. Also, bitte. Krieg ich dann nicht mehr. Ach, Talentpoints habe ich nur begrenzt. Irgendwie geht's noch weiter runter. Ach, du Scheiße. Wie viel kann man denn da bei den Waffen aufrüsten? Schönes Spiel. Das gefällt mir. Ich rüste gern Waffen auf und dann werden die super stark und das finde ich dann voll super. Ja, ja. Und du stirbst jetzt, du Ballon. Ja, du wirst gecryptet. Alright. Das war doch schon mal ganz schön. Du, kleiner Soldat, stirbst natürlich auch. Flugzeug. Was ist das hier eigentlich für eine komische Steampunk-Irgendwas-Welt? Ich meine, ich bin ein Typ auf dem Pferd mit einer komischen Holz-MG und ich schieße auf Flugzeug. Ja, das ist irgendeine Steampunk-Welt. Definitiv. Yeah, Ballon. Keine Chance gegen mich. Du Bitch. Okay, jetzt komm du auch mal her, du Ballon. Okay, was sollte ich? Ich glaube, ich mache mir das Teil, dass das präziser schießt. Oder Shotgun? Ich weiß nicht. Ha, präzise oder Shotgun? Was will ich mir aufleveln, nachdem ich das hier geschafft habe? Egal, werden wir ja schon sehen. Werden wir dann schon sehen. Dann werde ich den Part auch schon fast wieder beenden, weil... Ja. Ist halt so. Victory! Bitch! Ich habe zu wenig, um die Waffe aufzuleveln, oder was? Sag mir nicht, dass ich dafür zu wenig habe. Das finde ich nicht nett. Assault Rifle. Verdammt. Bazooka als nächstes. Critical Chance oder Damage? Critical Damage. Und dann noch Damage. Ne, insgesamt Damage auch noch erhöhen.
und dann noch die Feuerrate und alter, meine Bazooka haut jetzt auch voll rein. Die möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja, eine Welle machen wir jetzt noch. Das muss sein. Oh. Bang, 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 bang. Die gefällt mir aber nicht so gut, die Bazooka. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen, die gefällt mir sogar überhaupt nicht gut. Ich meine, schaut, wie viel Schaden die MG macht. Da ist die Bazooka ja ein Scheiß dagegen. Die ist auch noch viel zu langsam und überhitzt. Ja, klar, hat der sich jetzt selber kaputt gemacht. Gute Arbeit, Pilot. Gute Arbeit. Nimm dies! Oh, okay, gegen Ballon haut es schon mehr rein. Bang! 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 Okay, zusammenreißen, 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 zusammenreißen. Jetzt nicht sterben. Das wäre noch schöner, wenn ich jetzt auf einmal drauf gehe. Also, so nicht, ja? Du gehst bitte auch kaputt, du Scheißteil. Und dann hört ihr auf, mit Raketen auf mich zu schießen, weil das überhaupt nicht nett ist. Ich meine, ich schieße auch nicht einfach mit Raketen auf euch. Und dann stirbst du bitte durch die Bazooka. Yeah. Yeah, die ist total scheiße. Nein, die gefällt mir nicht, die Bazooka. Nimm dies. Und das. Oh yeah. Und das. Und jenes. Victory! Moment, nächste Runde kommt der Bosskampf. Ne, wird es wieder ein längerer Part. Den Bosskampf müssen wir uns noch anschauen. Es wäre ja lächerlich, wenn ich jetzt auf einmal vor dem Bosskampf aufhören würde. Es wäre ja bescheuert. Focus Fire oder Shotgun? Fuck. Okay. Ne, ich möchte das hier haben. Schnelle Regeneration oder was macht das? Oder? Ne, ich möchte mehr regenerieren. Das finde ich super schön. Okay, Leute, es ist Bosskampf-Time. Ich bin gespannt, was der uns so entgegenzusetzen hat. Ich fange mit der Bazooka an. Ist es schon wieder derselbe oder was? Nur in kleiner, das finde ich aber ziemlich langweilig. Und ich critte ihn gar nicht permanent. Wie viel Schaden habe ich denn jetzt gemacht? So wenig Schaden! Ach du meine Fresse. Das ist ein langwieriger Bosskampf. Das ist ein fortgeschrittener Bosskampf. Aber wenn der Typ irgendwie nichts gegen mich einsetzt, dann bringt es ihm auch nicht viel. Ich meine, irgendwie wird das so nichts. Und hier wäre das Shotgun-Feuer ganz gut gewesen. Naja, naja, naja. Man kann ja nicht alles haben. Ach du meine Fresse. Du geh mal gleich weg, du Flugzeug, du. Dann bleib halt da. Nein, du gehst. Dann bleib da. Wie auch immer. Mir egal. Ich muss einen fetten Trottelzeppelin killen. Und ein Flugzeug, das mich nervt. Oh, warum hat der so viel Leben und macht so wenig? Jetzt schießt er. Oh, jetzt wird das Ganze bestimmt eklig. Du kommst also wieder, du Flugzeug. Du kommst wieder. Das bringt dir aber nichts, denn ich habe eine Bazooka. Die ruhig auch öfter mal critten könnte. Dann würde ich, denke ich, ganz gut Damage austeilen mit dem Teil. Und yay. Okay, ich glaube, den Zeppelin kriegen wir down. Das sollte kein Problem werden. Okay, ich dachte, das Spiel hängt gerade. Oder es ist gerade gegangen. Ich dachte, es stürzt insgesamt. Das ist mir nämlich vorhin bei dem Beginn der Aufnahme einmal passiert. Das war ziemlich seltsam und ärgerlich. Aber wir haben eh nur ein oder zwei Minuten, die dadurch verloren gegangen sind. Aber trotzdem, wenn es jetzt passiert wäre, wäre das echt unschön. Weil ich will den Bosskampf ja schließlich noch zu Ende bringen und nicht einfach so dann sterben, weil Browser kacke und so. Also, das kann ja nicht sein. Du stirb, mein Flugzeug. Stirb halt nicht. Stirb durch meine Bazooka. Yeah. Das war aber keine so tolle Explosion. Mal ganz im Ernst. Die war nicht so tolle. Aber das wisst ihr selber, Herr Spieleentwickler. Ja. Ja, na gut, Leute. Ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch für diesen Part mit Blitzy Blitz. Schönes Spiel, Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Part und ciao.